Sind Sie davon überzeugt, dass die US-Marine in Schwierigkeiten steckt? Die Kriegsmarine der Vereinigten Staaten scheint entschlossen zu sein, Lösungen zu finden, um die Marineindustrie des Landes zu stärken. Tatsächlich gilt die US Navy lange Zeit als Herrin der Gewässer, insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg. Und Lisa Franchetti, die erste Frau an der Spitze der mächtigsten Militärmarine der Welt, hat vor, das Image der US Navy wieder aufzupolieren. Zunächst einmal wurde ein Rekordmilitärhaushalt für die US-Marineindustrie bereitgestellt. Nichtsdestotrotz ist die US Navy auf dem absteigenden Ast. Doch die USA scheinen noch nicht das letzte Wort gesprochen zu haben. Können wir die US Navy wirklich immer noch als Herrin der Gewässer betrachten? Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten sind äußerst schlagkräftig und die US Navy ist ein Teil davon. Seit dem Zweiten Weltkrieg gilt sie als die führende Marinefliegertruppe der Welt. Die US Navy wurde mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erst richtig bekannt. Am 14. Juni 1940 verabschiedete der US-Senat den Naval Expansion Act, besser bekannt als Two-Ocean Navy Act. In der Folgezeit wurden weitere Gesetze verabschiedet. Mit diesen Gesetzen wurden der US-Flotte beträchtliche Mittel zugewiesen, sodass sie um 70% vergrößert werden konnte. Es werden hunderttausende Tonnen Kriegsschiffe gebaut, hunderttausend Tonnen Hilfsschiffe werden gekauft oder umgebaut. Damit steigt die Zahl der US-Marine auf 15.000 Maschinen. Am 2. September 1940 wird das Destroyers for Bases Agreement unterzeichnet. Es führte dazu, dass 50 Zerstörer, kollektiv besser bekannt als die Town-Klasse, an die Royal Navy übergeben wurden. Gestärkt durch diese neuen Maßnahmen nahm die US Navy am Konflikt teil, indem sie dem Vereinigten Königreich ihre Hilfe anbot, zwang sie die U-Boote, ihre Angriffe einzuschränken. Die deutschen U-Boote waren der Stolz ihrer Führung in zwei Weltkriegen. Im September 1941 nahmen Schiffe der US Navy an der Begleitung von Konvois im Nordatlantik teil. Damit traten sie in die zweite Atlantikschlacht ein. Am 17. Oktober 1941 beschädigte ein U-Boot den Zerstörer USS Kearney schwer. Anschließend wird die USS Reuben James von einem deutschen U-Boot versenkt. Zum Zeitpunkt des Angriffs auf Pearl Harbor verfügte die US Navy also nur über 6 einsatzfähige Flugzeugträger. Somit musste sie mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zurechtkommen. Folglich setzte sich 1943 die industrielle Stärke der USA durch. 1945 verfügte die US Navy über 95 Flugzeugträger und mehr als 41.000 Flugzeuge, was 70% der Welttonnage ausmachte. Sie befindet sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Nach dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs nimmt die Anzahl der Schiffe der US Navy stetig ab. Darüber hinaus erreichen seit Beginn des 21. Jahrhunderts die Großeinsätze der US-Streitkräfte, die sich im Kampf gegen den Terrorismus engagieren, beträchtliche Kosten. Und das hat zwangsläufig Auswirkungen auf die Erneuerungsprogramme der US-Flotte. Im Jahr 2006 fällt sie unter die Schwelle von 260 Kriegsschiffen. Die US Navy hofft jedoch, diese Deflation durch die Anschaffung neuer Schiffe stoppen zu können. Die US Navy ist jedoch nicht bereit, die Hände in den Schoß zu legen und unternimmt immer mehr, um ihre Verteidigungsleistung zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die US Navy große Pläne. Ende 2024 wird Lisa Franchetti die erste Frau sein, die zum Oberbefehlshaber der US-Flotte ernannt wird. Zugegebenermaßen ist diese Ernennung historisch, da es das erste Mal ist, dass eine Frau die mächtigste Marine der Welt leitet. Nach vielen Monaten der Blockade stimmt der Senat der Ernennung schließlich mit 95 zu einer Stimme zu. Dabei war Lisa Franchetti durch nichts für eine Karriere in der Armee vorgesehen. Sie wurde 1964 geboren und machte zunächst ihren Abschluss in Journalismus. Danach wechselte sie zur Marine und machte 1985 ihren Abschluss am Offiziersausbildungskorps der Marinereserve. Als sie in die Armee eintrat, waren Frauen jedoch nur auf Posten auf Hilfsschiffen verbannt. Dennoch stieg die Soldatin schnell die Karriereleiter hinauf. Am 2. September 2002 wurde sie zur Vizechefin für Marineoperationen ernannt, was gleichbedeutend mit der rechten Hand des Kommandos der US Navy ist. Nur eine Frau vor ihr hatte diesen Posten zwischen 2014 und 2016 inne. Ebenso ist sie die erste Frau, die im Joint Chiefs of Staff der Vereinigten Staaten sitzt. Dieser umfasst die ranghöchsten Mitglieder der einzelnen Teilstreitkräfte der US-Streitkräfte und es scheint, dass diese Ernennung ein Glücksfall für die US Navy ist. Dank Admiral Lisa Franchetti entwickeln sich die Zukunftsherausforderungen der US Navy weiter und revolutionieren so die amerikanische Seeverteidigung.
Zunächst einmal wird in den USA für das Jahr 2024 ein bis dahin noch nie dagewesenes Militärbudget in Höhe von 886,3 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Dieser Betrag, der im Vergleich zum Vorjahr um 3% gestiegen ist, ermöglicht eine Gehaltserhöhung für 5,2 Millionen der Soldaten und Zivilangestellten des Verteidigungsministeriums. Dies entspricht 3,4 Millionen Menschen. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, hofft daher, die Verteidigung des Landes zu stärken. Heute befindet sich der amerikanische Schiffbau also in einer Sackgasse und seine Zukunft bereitet dem Pentagon Sorgen. Die Vormachtstellung der USA auf dem Gebiet der Schifffahrt ist unerlässlich, um die Position der USA auf der geopolitischen Weltbühne zu festigen. Um dies zu erreichen, muss sich die US Navy jedoch einer echten Reindustrialisierung stellen. Dabei geht es auch um den sehr schnellen Aufstieg der chinesischen Marine. Die US Navy musste auch ihre Truppen im Mittelmeerraum aufstocken, um ihren Verbündeten Israel zu unterstützen, aber auch im Nahen Osten und auf der koreanischen Halbinsel. Darüber hinaus zwingt der Krieg in der Ukraine die US Navy dazu, ihr Dispositiv im Nordatlantik und in der Arktis zu verschärfen, um die Unterwassermacht Moskaus einzudämmen. All diese Maßnahmen führen daher allmählich zu einem Personalproblem. Darüber hinaus ist das internationale Umfeld seit vielen Jahren durch die weitere Modernisierung der Marinekapazitäten geprägt. Die amerikanischen Seestreitkräfte müssen daher auf neue Technologien setzen, um ihre alte Stärke wiederzuerlangen. Und was die Qualität angeht, scheint die US Navy durchaus Chancen zu haben. Dennoch sind Änderungen in der Einsatzorganisation und im Flotteneinsatz erforderlich, die über die unvermeidliche Aufstockung der Streitkräfte hinausgehen. Hat die US Navy noch Zeit, das Ruder herumzureißen? Trotz dieser guten Vorsätze ist die US-Flotte auf dem absteigenden Ast. Wie lange wird es ihr noch gelingen, ihre Macht zu festigen? Die USA haben große Schwierigkeiten mit ihren militärischen Bauprogrammen. Die US Navy hat in den letzten Jahrzehnten die höchsten Stückzahlen und Milliardenausgaben verzeichnet. Es wurden jedoch nur sehr wenige davon gebaut. Außerdem befürchtet die US Navy, dass ihre Schiffe unterbewaffnet sind, um auf all die Bedrohungen um sie herum reagieren zu können. Angesichts des Aufkommens von Angriffsdrohnen und ballistischen Raketen fühlen sich die US-Schiffe gefährdet. Die US Navy hat sich heute dafür entschieden, auf die Technologie zu vertrauen und die derzeit am besten bewaffneten Schiffe zu bauen. Aber wird das ausreichen? Wie ihr sicherlich erkannt habt, scheint die chinesische Marine die US Navy zu überholen, was besonders besorgniserregend ist. Die US-Marineindustrie befindet sich also in einem Kräftemessen mit China. Das Pentagon erwartet von China, dass es die Lieferanten für bestimmte Schiffe wie die Arleigh-Burke-Zerstörer, die Virginia-Angriffsunterseeboote und die Constellation-Fregatten beschleunigt. Allerdings hat sie Schwierigkeiten, die Lieferzeitpläne einzuhalten, was der US-Verteidigungsindustrie einen großen Makel auferlegt. Infolgedessen versuchen die USA, ihre Verteidigungsprinzipien zu revolutionieren, insbesondere durch die Zunahme von Marineoperationen. Nehmen wir als Beispiel die Houthis im Jemen, die zahlreiche Schiffe im Roten Meer angreifen. Diese haben die USA dazu veranlasst, eine internationale militärische Kooperation zu gründen. In ähnlicher Weise führen etwa 10 Länder, darunter Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien, gemeinsame Patrouillen im südlichen Roten Meer und im Golf von Aden durch. Es handelt sich also um eine internationale Herausforderung, die ein kollektives Handeln erfordert. Aus diesem Grund wurde die Operation Prosperity Guardian ins Leben gerufen, die die Sicherheit der Schiffe gewährleistet. Denn die Angriffe der Houthis stören auch den Seehandel, sodass Frachtunternehmen gezwungen sind, einen Umweg über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas zu nehmen, um den Suezkanal zu vermeiden. Diese neuen Routen verursachen zusätzliche Kosten und führen zu erheblichen Verspätungen. Angesichts des Krieges zwischen Israel und der Hamas haben die USA außerdem beschlossen, zahlreiche Schiffe im Mittelmeer einzusetzen. So glänzt die US-Flotte immer noch durch ihre Stärke. Um die Ozeane weiterhin zu beherrschen, beschloss die US-Marine, eine völlig neue Waffe zu entwickeln. Diese nutzt Hochleistungs-Mikrowellen und ermöglicht die effektive Zerstörung von Antischiffraketen, aber auch von Drohnen. Ähnlich wie Laser können Mikrowellen auch im Inneren von Waffen eingesetzt werden, wodurch bestimmte elektronische Geräte ausfallen. Das Meteor-Projekt soll bis 2026 abgeschlossen sein. Im Gegensatz zu Lasern, die auf das Verbrennen und Schmelzen des Ziels abzielen, verursacht Mikrowellenenergie irreversible Schäden an elektronischen Bauteilen. Sie wäre auch in der Lage, Drohnen oder Antischiffraketen zu zerstören. Darüber hinaus wäre ihre Fähigkeit, mehrere Ziele gleichzeitig zu treffen, sehr wichtig.
In naher Zukunft könnte eine solche Waffe also das Arsenal ergänzen, über das die US-Marine bereits verfügt. Andererseits möchte die US Navy eine Unterwassertestanlage für Hyperschallraketen einrichten, um sie in die nächste Weiterentwicklung der U-Boote der Virginia-Klasse einzubauen. Das Wettrüsten nimmt also nie ein Ende. Solche Raketen könnten der US Navy helfen, die Oberhand über Mächte zu gewinnen, die sie als Bedrohung ansieht, da sie Geschwindigkeiten erreichen, die mehr als 5-mal so hoch sind wie die Schallgeschwindigkeit. Folglich sind sie aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit viel effektiver bei der Bekämpfung von Zielen. Die Gegner der Vereinigten Staaten haben es also nicht einfach. Die US Navy war lange Zeit die mächtigste Marine der Welt, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs. Doch seit einigen Jahrzehnten scheint die US-Flotte Wasser zu fassen und hat mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Angesichts dieser Situation versucht die US Navy, sich zu erneuern, indem sie neue Verteidigungswaffen entwickelt, die auf neuer Technologie basieren. Doch reicht das, um zu alter Stärke zurückzufinden?